Hey Leute und willkommen zurück zu Lego der Hobbit und wir gehen jetzt zu den Trollhöhlen. Höhlen? Keine Ahnung. Irgend sowas. Die Gemeinschaft suchte in den Ruinen eines Bauernhofes Schutz für die Nacht. Warum der Hof in großer Eile verlassen worden war, blieb ein Geheimnis. Doch das Haus war offensichtlich nicht von einer kleinen Kreatur zerstört worden. Hier schlagen wir unser Nachtlager auf. Ich glaube, es wäre klüger, weiter zu ziehen. Wir könnten zum verborgenen Tal reiten. Wir gehen nicht in die Nähe von diesem Ort. Wir haben eine Karte, die wir nicht lesen können. Herr Elrond könnte uns helfen. Ich brauche keinen Rat von denen. Alles in Ordnung? Gandalf, wo willst du hin? Das waren genug Zwerge für einen Tag. Kommt er wieder? Die ängstliche Frage. Was ist los? Trolle. Na toll, die guten Pferde. Wenn alle zu Gulasch. Als unser verbürgter Meisterdieb könntest du der Sache doch nachgehen. Ich habe keine Angst. Ich bin bereit. Ist das wirklich so eine gute Idee? Mir passiert nichts. Wir sind direkt hinter dir. Ja, das glaubt ihr doch selbst nicht. Oh, gestern Hammel, heute Hammel. Und verdammt mich, wenn es morgen nicht schon wieder Hammel gibt. Hör auf, du Quaken. So, andere würden töten für Hammel. So oft Hammel kriegen würden. Was ist denn da oben? Den irgendwie zerstören? Nein, da brauchen wir natürlich wieder irgendwas Spezielles dafür. So, was haben wir denn hier alles? Wir haben Kili, Bilbo, Fili und Ori. Aber der hat Doppelschwerter, das gefällt mir. Deswegen werde ich jetzt mal fürs erste den nehmen. So, und wir können uns wunderbar vorwärts rollen. Tolle Fähigkeiten, die wir hier zur Verfügung haben. Muss ich schon sagen. Es läuft einwandfrei. Wahrscheinlich sollte ich jetzt hier dann. Nein! Komm! Ach so! Ach so! Ich dachte, jetzt brauche ich einen Meisterdieb. Also unseren kleinen Tarnkünstler. Ah. Gut, ja, ja. Kletter noch immer drüber. Ist okay, ist okay. Geht doch! Ach, und das fällt euch jetzt überhaupt nicht auf hier? Ihr seid wirklich ein bisschen blöd im Kopf, oder? Wenn euch das jetzt nicht aufgefallen ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So. Ich nutze das jetzt erstmal und hol mir hier ordentlich Punkte. Vor allem den blauen Stein. Was hält der sich immer so am Kopf fest? Ah, ich hab Lärm gemacht. Aha. Hä? Was hat denn... Hä? Ach so, das ist da drüben, das schwarze Ding. Das lässt mir keine Aktion mehr ausführen in der Nähe. Du brauchst irgendeinen Spezialcharakter dafür. Na, na klar. Ja, okay, ich gehe ja schon weg. Meine Güte. Ist das zimperlich? So, wir müssen zwei Pferde retten anscheinend. Okay, was heißt hier anscheinend? Das war irgendwie klar. Weiß, die haben Myrte und Minzi, oder wie die zwei heißen, gefangen. Ach, wieso kann man sich denn jetzt schnell bewegen? Und dann ist irgendwie klar, dass man zwei Pferde auch befreien muss, irgendwie. Irgendwo. Oh oh, oh oh. Ich hoffe, du nimmst die Geule richtig aus. Die stinkigen Teile mag ich nicht. Ganz vorsichtig. Gut, dass der seinen Kopf die ganze Zeit bewegt, aber immer nur den einen Punkt sieht. Ach, der hat sogar eine Angelrute mit. Ist ja praktisch. Was kann ich denn angeln? Zack. Das war schon mal wunderbar. Komm, 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 komm. Ah. Oh, es blinkt so schön. Ich mag Glitzer.
Glitzer ist immer toll. Zwei blaue. Was will man mehr haben in dem Spiel? Ach, eine Krabbe. Hä? Bisschen Würze. Ja, klar. Gesundheit. Nichts aus Dieb, nicht aus Diebesholz geschnitzt. Aber schön, dass wir wenigstens ihre Suppe jetzt ein bisschen gewürzt haben. Wäre ja nichts geworden. So, bitte. Die können ja nicht mal eine Suppe machen. Da gehört immer eine dicke Krabbe rein. Eindeutig. Mal dich, Freundchen. Ah, sehr nah an. Auf die eckigen Scheiben gehört kein Pfeil und Bogen, sondern eine Steinschleuder, weil dann die Steine drinnen liegen bleiben. Ja toll, renn mich nur um. Okay. Bist ein wildes Pferd. Sollte man mal zügeln. Ah, und da hinten ist das zweite. Da können die nicht zusammen einsperren. So viel zu unpraktisch beim Einsperren sogar. So, das ist der dritte. Von fünf. So, jetzt kommt wieder super Tempo zum Einsatz. Oh komm. Sei doch noch langsamer. Viel langsamer geht das eh nicht mehr. Das dürfte schon hart am Limit sein. Egal. Einfach immer weiter und positiv denken. Habe ich einen mit so einem Ding? Der hat keines. Ah, ich drücke jedes Mal das Falsche. Was hat der? Ein Kili-Schwert. Und der? Jetzt drücke ich einmal die richtige Taste, dann habe ich Angst, dass ich die falsche drücke. Der wahrscheinlich auch nicht, oder? Nö. Tut mir leid, aber da kann anscheinend gerade keiner helfen. Ich will mit dem spielen, der hat Doppelschwerter. Die sind eindeutig cooler als die normalen Schwerter. Einfach nur, weil sie doppelt sind. Ich will den Stein haben. Den Dutt. Stutt. So heißt er. Stutt. Nicht Dutt. Nicht Klutt oder Stein, sondern Dutt. Stutt. Eine Lego-Schaufel. Oh, praktisch. Ich hab sogar den richtigen. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Natürlich. Das Spiel noch nie gespielt oder gesehen, aber ich wusste, dass das jetzt kommt. Und noch ein bisschen extra Würze. Da fehlt die Schärfe. Auch wenn der das schön mit seiner Nase würzt. Es gibt so das gewisse Ork-Aroma. Troll-Aroma. Das ganze Schnodder mittendrin. Lecker, lecker. Würde ich fast probieren wollen. Aber nur fast. Ein ganz kleines bisschen vielleicht. Aber das wäre dann das letzte in meinem Leben, was ich probieren würde. Auf jeden Fall. Das probiert man einmal und nie wieder. So, wir haben fast die Hälfte geschafft zumindest. Ich schaue mir bei den Level immer nur auf die auf die Leiste oben. Ich bin einfach so versessen auf die. Eigentlich ja blöd in gewisser Weise, aber ich bin einfach wild drauf. Dumme Idee. Dumme Idee. Er hört ja nicht auf mich. Es hat Arme und Beine und alles. Was ist das? Ich bin ein Meister Hobbit. Ein Meister Hobbit? Kann man ihn braten? Wir können's ja versuchen. Lass ihn runter! Wie war das? Ich sagte, lass ihn runter. Da kommt der Angriffstrupp. Der Trollkampf. Und wir sind mittendrin.
Jetzt will ich auf jeden Fall noch das... oh Gott sei Dank, ich kann mich wieder schneller bewegen. Boah, wie ich das vermisst habe. Merkt man erst, wenn man es nicht mehr hat. So, erstmal hier... Wow! Oh. Schön aufräumen alles. Gibt's jetzt einiges zum Zerstören. Und ich will mir so viel wie möglich davon schnappen. Bibo läuft hier herum wie ein... wie ein verängstigtes Schaf oder sowas. Verängstigtes Kind. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Klingt alles irgendwie blöd. Naja. Ist da hinten irgendwas zu zerstören? Da ist sowieso gut. Dort, wo man nichts sieht, sollte man immer zuerst zerstören. Damit man ja weiß, was man verpasst. Beziehungsweise nicht weiß, was man verpasst. Also mit dem Bogen ziemlich praktisch, wenn man da einfach alles mal anschießen kann. Einfach so. So, wer hat denn jetzt hier die Route? Oh! Karotten! Mh, lecker! Wer war denn das jetzt mit der... mit dem Seil zum Ziehen? Muss ich gleich mal schauen. Nachdem ich ja alles zerstört habe. Nachdem ja alles dem Erdboden gleich gemacht wurde. Alles bis auf den letzten Lego-Stein. Nichts wird standhalten. Boah. Was kommt denn da jetzt? Das sieht äußerst hilfreich aus. Was sitzt denn da hinten oben, bitte? Klingt wie ein Huhn. So. Was hatte der alles? Nicht das, was ich suche. Hatte der das? Nicht wirklich. Kili hatte es nicht. Dwalin. Dwalin, alter Freund. Du hast ja auch nichts. Du vielleicht? Irgendwer hier hatte doch das, was ich jetzt gerade suche, oder? Der war es auch nicht. Ach, warte mal, da steht sie. Kann ein Kumpel sein und durch kleine Lego-Luchen kriechen, riesige Lego-Platten zerstören, Lego-Steinschleuderschalter, Plauzenpreller. Okay. Zwergensäulen. Warte mal. Was ist denn das bitte jetzt? Okay. Der hat interessante Waffen, muss er schon sagen. Aber anscheinend hat hier niemand das, was ich suche. Wundert mich zwar ein bisschen, weil ich eigentlich dachte, wir hätten hier jemanden dabei, aber egal. Ach, das ist wirklich ein Huhn. Mit dem Huhn abgeworfen. Ah, Teamwork. Oh, die sind verpufft.